Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute habe ich eine Perle des Gameboys ausgegraben. Die befindet sich sogar in echt in meiner Sammlung. Bei den meisten Spielen in dieser Serie habe ich ja nicht das Modul, weil ich mir denke, ein schlechtes Spiel für so viel Kohle extra dafür kaufen, lohnt sich nicht. Aber das ist für einen Spottpreis irgendwann auf einer Börse meiner Sammlung geraten. Ja, ich bin ja eigentlich ein großer Punch-Out-Fan, zumindest von dem NES-Teil. Das habe ich damals hoch und runter gespielt. Und ihr seht selber, das scheint so eine billige Nachmache zu sein und hat durchaus keinen großen Ruf. Allerdings wurde natürlich ein großer Boxer verpflichtet, der George Foreman. Ich bin jetzt kein großer Boxer, heute ist er ja, glaube ich, eher so für seine Grills und Elektrogeräte bekannt. Aber genug der langen Vorrede, gucken wir mal rein, würde ich sagen, oder? So. George Foreman. Lorenzo, wer bin ich? Bin ich Foreman? Okay, okay. Ich spiele George Foreman nicht so wie bei Mike Tysons Punch-Out, dass der Endgegner der Mike Tyson ist. Nein, wir spielen George Foreman. Gucken wir mal. Oh, okay. Was kann ich machen? Zack, zack. Joa. Also, so Grundaufmachung ist wie Punch-Out, nur ohne Charme. Und ihr hört den Ton. Okay, jetzt macht er bestimmt eine Sonderattacke. Ja, ist, also die Steuerung ist genau wie Punch-Out. Also das haben sie wirklich sehr genau gesteuert, aber es fehlt so komplett dieser Biss irgendwie dazu. Ne, diese Soundeffekte, ihr hört selber, bei Punch-Out war ja keine große Musik irgendwie. Und obwohl hier dasselbe ist, sie machen hier große Attacke und so weiter. Hä? Na komm, steh auf. Hey, steh auf! Hallo? Aber wieso mache ich denn keinen Schaden? Ich treffe den doch. Hä? Guckt euch das doch mal an. So, seit trifft der mich doch gar nicht. Hier. Ey, sag mal. Seht ihr da rechts oben den Lebensbalken? Wie wenig ziehe ich den denn ab? Da hat man ja so gar kein Gefühl dafür, dass man jetzt irgendwas leistet. Aber auch nur ansatzweise. Also das ist wirklich so, als ob er den Entwickler einen Punch-Out in die Hand gedrückt hätte. Heinz, mach mal sowas. Und den aber irgendwie nur eine Stunde haben reinspielen lassen, dass der gar nicht so festgestellt hat, was Punch-Out so besonders macht. Nämlich diese Knackigkeit dieser Steuerung, dieser Atmosphäre. Klar, der Gameboy hat irgendwie schlechtere Technik. Aber wieso zieht ihr so quasi gar nichts ab? Ja, und gefühlt, wenn der hier so einen Haken macht, dann falle ich gleich weg. Was soll das denn? Was ist der erste Gegner? Komm! Komm! Guck das mal an! Klar, die Timings könnte ich etwas verbessern, meine, ne? Aber. Und dieser Sound. Jetzt habe ich ihn zumindest einmal K.O. gehauen. Das heißt, das nimmt mir jetzt keiner. Aber puh, ey. Aber sieht man mal. Ich habe wesentlich mehr. Ja, thrown heißt wahrscheinlich, ne? Ich habe geschlagen. Landed heißt wahrscheinlich, ich habe auch getroffen. Guckt euch das doch mal an. Ich habe 61 Schläge gehauen. 43 getroffen. Bei dem anderen, da ist die Hälfte noch nicht mal. Aber der schlägt mich K.O. Ich habe ihn ja nur K.O. geschlagen, weil ich ihn ja schon angeboxt habe von der letzten Runde quasi. Ha! Also irgendwie ist das unfair. Gut, wie bei Punch-Out kann man natürlich hier seine Bewegungspattern sich...
Ich sehe mich da gerade echt etwas sprachlos, weil es ist wirklich so. Guck mal, dein Lebensbalken ist auch wesentlich höher, größer als meiner. Wie unfair ist das denn? Der bescheißt voll. Hä? Wieso wurde mir jetzt gerade Leben abgezogen? Ich habe doch hier eine Trefferreihe gemacht, in die Fresse gehauen. Und ich verliere Leben? Oder ist das quasi so... Guck das mal an. Oder ist das so quasi so kombinierter Ausdauer und Leben? Aber das ist ja voll scheiße. Weil dann kann ich ja nicht boxen, wenn ich boxen will. Also versteht ihr, was ich meine? Tanz. Ich versuch's doch einmal. Und weniger Button mashen und wirklich taktisch kämpfen. Das heißt wirklich nur, wenn ich denke, dass ich einen Treffer lande, dass ich ihn dann auch ausführe. Aber ja, ohne Vorwarnung hier. Zack. So, das ist ja noch langweiliger irgendwie. So macht er so einen Zack, Zack, Zack. Zack. Darf ich gerade immer nur einen Schlag machen, oder? Guck dir das mal an! Ich glaube, die richtige Strategie ist echt einen Schlag ausweichen, einen Schlag ausweichen, einen Schlag ausweichen. Okay. Oder ab und zu auch mal warten und ausweichen. Weil der kontert ja sofort. Ey, ihr guckt euch doch mal dieses Trauerspiel an. Und so wie es sich anhört, fühlt es sich beim Spielen auch irgendwie an. Und guckt euch doch schon mal wieder mal an. Ich habe nicht ganz doppelt so viel, aber ne, anderthalb mal so viel Schläge auch wirklich verwandeln können. Und trotzdem hat der wesentlich mehr Lebensenergie. Also wenn das mal nicht unfair ist, und das ist der erste Gegner. Und guck das mal an, der schlägt gleich zu. Also ich würde sagen, der hat es bei Punch-Out wahrscheinlich nicht umsonst gemacht, dass er erstmal hier so ein bisschen, ich nenne es mal Intro-Sequenz gemacht haben. Wo sie hier die, zack, zack, zack. Außer also die Soundeffekte, die wirken nicht so, als ob da irgendwie wirklich Gewicht dahinter wäre oder irgendwie sowas. Also nicht schön, nicht schön, nicht schön, also... Stellt euch mal vor, so Punch-Out für den Gameboy umgesetzt worden. Also wirklich so eine Art Port der NES-Variante. Da müssen wir gar nicht so viel anpassen. 8-Bit und 8-Bit halt, klar, die Technik ein bisschen vereinfachen. Aber da Punch-Out ein relativ frühes NES-Spiel war, denke ich mal, dass das jetzt nicht so überfordernd zur NES-Hardware war. Und das hätte man auch gut portieren können, oder? Eigentlich. Oder vielleicht sogar ein bisschen anpassen. Aber das ist hier, guckt euch mal an. Zack. Jetzt wartet er wieder. Zack. Also entweder ist es unfair oder zumindest wie ich denke, wie man spielen soll, ist es aber kacken langweilig. Ja, dass er hier ohne wirklich ding ding, puff. So agieren Boxer nicht im Realleben. Also ich habe jetzt nicht so viele Boxing-Matches in meinem Leben gesehen, aber ich meine, das wäre nicht normal. Ne, komm. Zack, zack, zack. Ich verstehe, was ich damit aussagen will. Gott. Komm. Ich weiß nicht. Na komm hoch. Komm. Nicht, dass ich es unbedingt will, aber... Dass man auch nur so einen Schlag machen kann. Also bei Punch-Out, da war, ist das ja immer. Also, Entschuldigung, dass ich das jetzt immer mit Punch-Out vergleiche, aber sowohl die Optik als auch die Steuerung, ne, ist das im Prinzip.
Da hat man diese wirklich dramatischen Momente, wenn man dann quasi so einen Spezialangriff irgendwie auskontert und dann wirklich ihn so wirklich so, ne, eins reingeben kann und so weiter. Das hat so ein erhebendes Moment und das wird nicht sofort von dem Gegner gekontert irgendwie. Ne? Also gut, richtiges Boxen ist vielleicht auch eher so, dass man ein bisschen taktischer kämpfen muss und nicht einfach klar. Aber nee. Leute, wenn ihr einen Punch-Out für den Gameboy sucht, ich kenne mich mit Boxing-Spielen auf den Gameboy nicht so sehr aus, aber das ist es auf jeden Fall nicht. Trotzdem, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben.